Hallo meine Damen und natürlich auch die Herren. Heute basteln wir uns ein Stiletto. So, heute geht es um die Nagelform und insbesondere um den Stiletto. Ich zeige euch jetzt erstmal so ein paar Nagelformen, was es da so gibt. Ich werde mit euch im Laufe der Zeit einfach mal so ein paar Nagelformen durchgehen. Erstmal fangen wir mit dem Stiletto an, dann wird wahrscheinlich der Ballerina kommen, Lipstick und Mandelform möchte ich dann auch noch durchgehen. Falls jemand noch irgendwas haben möchte, dann soll das bitte in die Kommentare schreiben. Das Einzige, was ich nicht machen werde, ist das Ding. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich irgendwas für Frauen, die viel im Garten graben oder so. Aber den werde ich auf keinen Fall durchgehen. Ja, aber wir kümmern uns heute um den Stiletto. Also, los geht's. So, fangen wir mit den Vorbereitungen an. Ich bereite jetzt meine Schablone vor. Das heißt, wie ich schon mal gesagt hatte, dieses runde Teil kommt hier hinten drauf, möglichst mittig, das Ganze, für einen besseren, stabileren Halt. Dann reiße ich die hier auseinander und kann das Ganze dann gleich auf den Finger bringen. So, wir müssen jetzt die Schablone an den Nagel anpassen, damit es wirklich perfekt sitzt. Dazu nehmen wir den Nagel, gucken erstmal, ob die Schablone richtig sitzen würde. Ich sehe jetzt, dass hier eine kleine Lücke ist und hier eine kleine Lücke ist. Das heißt, die Seiten müssten weiter nach unten. Dazu schneiden wir jetzt von hier bis hier ein kleines Stück aus der Schablone aus. Einfach so einen kleinen Keil reinschneiden. Und das müsste jetzt passen. Jawohl. So, dann drücken wir das Ganze an. Achtet dabei darauf, dass die Seiten der Schablone wirklich perfekt zusammen sitzen, wenn ihr sie zusammendrückt. Damit ihr wirklich eine wunderbare C-Kurve hinbekommt. So, und dann sollte das Ganze mittig ausgerichtet sein. So. Und dann tragen wir jetzt das Aufbaugel auf. Erstmal über den ganzen Nagel eine dünne Schicht. Dabei darauf achten, wieder nicht an die Haut kommen. Und dann kommt das Ganze auf die Schablone drauf. Ihr macht es dabei so lang, wie ihr es auch haben wollt. Und am besten an den Seiten ein bisschen breiter machen das Ganze als zu schmal. Damit ihr gleich auch noch mal ein bisschen was habt, um das Ganze wegzufallen. Denn wenn ihr zu wenig macht oder beziehungsweise zu wenig Gel habt, was ihr wegfallen könnt, ist es natürlich schwieriger, das Ganze noch mal dran zu kleben und neues Gel aufzutragen. Deshalb lieber von vornherein ein bisschen mehr, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Versucht natürlich so gut wie möglich schon mal so ein bisschen die Form hinzukriegen. Beim Aufkleben der Schablone, halt mal kurz an der Seite. Beim Aufkleben der Schablone achtet darauf, dass die Schablone gerade mit dem Nagel geht oder ein wenig nach unten zeigt.
Auf keinen Fall sollte sie nach oben zeigen. Ganz wichtig, weil sonst habt ihr so Sprungschanzennägel. Sieht blöd aus. Ruhig ein bisschen mehr auf den Übergang, damit das Ganze auch wirklich hält. Und dann passe ich schon mal so noch ein bisschen die Schablone an. Und dann kommt das Ganze für etwa 10 bis 20 Sekunden in die Lampe. Ihr müsst natürlich gucken, was ihr für ein Aufbaugel habt. Meins ist relativ schnell im Härten. Wenn ihr ein etwas langsameres habt, lasst das ein bisschen länger drin, aber müsst ihr mal so ein bisschen testen. Tut es erstmal 10 Sekunden rein, dann guckt mal, wie hart das ist. Und dann, wenn es noch zu fluffig ist oder zu weich, dann tut es nochmal 10 Sekunden rein und dann könnt ihr anfangen zu pinchen. Wenn ihr das Ganze dann 20 Sekunden in der Lampe drin hattet, holt ihr das Ganze raus und dann macht ihr erstmal die Schablone ab. Seid dabei ein bisschen vorsichtig, nicht, dass euch das Gel dann flöten geht. So, haben wir schon mal ungefähr die Nagelform, die wir wollen. Schnappt ihr euch eure Pinchzette oder Pinchzange und jetzt fangen wir an, das Ganze ein wenig zusammenzudrücken. Das Gel ist jetzt schön weich und so können wir die C-Kurve ein bisschen schöner ausprägen. Dann nehmt ihr euch eure Pinchklemme und setzt sie vorne am Nagel an. So. Und dann kommt das Ganze erstmal in die Lampe rein. Damit die Pinchzange besser am Nagel hält, fallt euch am besten die Oberflächen so ein bisschen rau. Dadurch hält das Ganze besser am Nagel und kann nicht in der Lampe abrutschen. So, dann nach einer Minute ungefähr nehmt ihr das Ganze aus der Lampe raus, könnt die Pinchzange entfernen oder Klemme besser gesagt und dann können wir anfangen, das Ganze weiter zu bearbeiten. Ich persönlich mache dann nochmal eine Schicht Aufbaugel drauf, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Halt zu geben und auch um so ein bisschen die Form von der Seite schon zu modellieren. Ruhig ein bisschen dicker das Ganze drauf schmieren. Und dann kommt das Ganze nochmal ungefähr eine Minute in die Lampe. Nur wenige Minuten später. So, jetzt holen wir das Ganze wieder aus der Lampe raus und cleanern es erstmal ab, um das Ganze erstmal nachzufeilen. Dabei achtet darauf, dass ihr hier keine Macken reinfallt. Das heißt, ihr dürft die Pfeile nicht so halten, jetzt mal extrem gesagt, sondern ihr müsst sie schon am Nagel plan anhalten und dann einfach nur hin und her ziehen. Das ist die ganze Kunst beim Pfeilen. Auf der anderen Seite dasselbe. Bis ihr die gewünschte Form erreicht habt. Ihr dürft natürlich auch auf dem Nagel feilen. Um wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Falls irgendwo Kanten sind oder dass das Gel ein bisschen verlaufen ist, ist das kein Problem.
jetzt haben wir schon mal die passende Form. Jetzt würde, wenn ihr French machen wollt, French kommen. Das mache ich heute nicht. Ich mache nur eine Naturnagelverstärkung. Das heißt, ich fange jetzt mit dem Aufbaugel an. Und zwar mit der dicken Schicht. Ich modelliere jetzt den Apex. Erstmal das Ganze wieder entstauben. Und dann geht es auch schon los. Ich trage erstmal das Gel auf dem ganzen Nagel. Egal, ob ihr French macht oder jetzt wie ich es tue. Bei French würde ich es auch einmal komplett einstreichen. Wieder darauf achten, nicht an die Nagelhaut kommen. Und dann fange ich an mit der Modellierung. Bei Stilettos müsst ihr natürlich wieder extrem viel Gel drauf machen. Ich tendiere mehr dazu, das Ganze zweimal drauf zu machen, also zweimal Aufbaugel. Damit ihr wirklich einen guten Halt habt und das Ganze später nicht durchbricht. Jetzt trage ich die zweite Schicht Aufbaugel auf. Dabei fange ich ganz wichtig an der Bruchstelle an, mit der dicksten Schicht. Arbeite mich dann nach hinten und dann im Zickzack, wie gewohnt, vorne zur Spitze. So, haben wir Stilette aus Lampe geholt, cleanen ihn wieder ab und dann feilen wir nach. Wie man nachfeilt, habe ich ja schon in einem Video gezeigt. Dabei auch wieder auf die Seitenlinien achten, da keine Macke reinfeilen. Das heißt, nicht so, sondern so. Und dann den ganzen Nagel einmal anrauen. Falls ihr French drunter habt, achtet darauf, dass ihr diesen nicht wegfeilt. Ganz wichtig. Und dann arbeitet ihr die C-Kurve schön heraus. Nach vorne, nach unten feilen, damit das Ganze auch schön spitz wird. Hier müsst ihr natürlich darauf achten beim Nachfallen, dass das Ganze wirklich perfekt wird, weil hier siehst du wirklich jede Macke bei so einem langen Nagel. Vor allem, wenn das Ganze dann später glänzt und versiegelt ist, sieht man dann jede Macke und deshalb müsst ihr wirklich darauf achten, dass das Ganze perfekt nachgefeilt ist. So, und damit haben wir unseren Stiletto fertig. Wie ihr das Ganze dann beendet mit Shellack oder Glitzer oder einem Muster, ist natürlich euch überlassen. Das war es jetzt mit dem ersten Video zum Thema Nagelformen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein wenig näher bringen, so dass ihr das Ganze auch zu Hause ein bisschen nachbasteln könnt. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer lasst doch mal einen Daumen nach oben hier. Kommentare sind auch gern gesehen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Nix da. Dieses Schneezeug, dieses Weiße. Koks. Ha ha ha.
Nein. Mein weißes Glitzer.